Es dauert nicht mehr lange und dann ist der LS25 da. Das bedeutet, wir müssen Gas geben. Und ich hab Gas gegeben. Oh boy. Aber sowas von. Es geht wieder rein ins massive Silageballenernten, alter Falter. Der gesamte Acker ist voll. Und das ist natürlich nicht alles. Ich habe noch ein paar andere Felder abgemäht, beziehungsweise auch noch schön mit den ganzen Geräten, die ich mir hier ausgeliehen habe für das Riesenfeld, natürlich noch alles andere, was in Richtung Silage geht, auch noch fertig gemacht. Mann. Ja, ich bin sehr gespannt, wie viel wir jetzt hier abgeben, um damit die Aufträge zu erledigen. Es ist alles abgeerntet. Das gesamte langweilige Hoppala, Abernten ist erledigt. Und das bedeutet, ich fahre jetzt schnell mit diesen Geräten und diesen Aufträgen erstmal alles abgeben. Warte mal, wo muss ich denn überhaupt hin? So, hier sehen wir das. Das sind alle Aufträge. Biogasanlage. Also, Kehrtwende genau in die andere Richtung zur Biogasanlage. Ihr seht, das ist doch einiges. Das ist doch einiges. Aber ich muss tatsächlich auch Gas geben. Ne? Ich muss Gas geben. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wahrscheinlich nur noch diese Woche. Also die kommende. Und dann geht es schon so langsam in Richtung LS25. Mal sehen, ob es Möglichkeiten gibt, dass man dann halt schon vorab was zeigen kann und so weiter. Das werden wir dann natürlich alle sehen. Sage ich natürlich auch Bescheid, auch im Livestream. Sobald es da Möglichkeiten gibt, rein da. Und dann wird natürlich auch schon gezeigt, was halt geht. Und ja, bis dahin ist noch einiges zu tun. Jetzt muss ich gucken, dass Cash reinkommt. Ich hatte schon überlegt, dass ich ein bisschen weiter vorspule. Also immer mal so einen Monat schneller fertig mache. Alles das fertig mache, was halt mal eben schnell verdientes Geld ist sozusagen. Und ansonsten mache ich dann quasi nur, sehe ich einfach zu, dass Monat für Monat weitergeht, damit einfach Cash reinkommt. Ne? Also damit die passiven Einnahmequellen eben laufen. Und ja, das ist so gerade so ein bisschen das Ziel, damit wir halt schneller reinkommen, ins Geld verdienen, schneller genug Geld da haben für, was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen noch schnell eine Spinnerei, eine Weberei. Geht das so? Das wird schon so gehen. Und nach der Spinnerei und Weberei braucht man noch ein neues Feld. Oder ich mache das Feld erst und mache danach das. Müssen wir mal gucken. Ja, Lohndienst abgeschlossen. Ja, einer liegt daneben. Den müssen wir mal eben treten. So. Reingekickt, schön reingerollt das Ding. Und wenn das steht, neues Feld, dann brauchen wir auf jeden Fall genug Cash, um die ganzen Fischfarmen zu platzieren. Ich glaube 25.000 pro Fischfarm, das ist natürlich auch nicht so wenig. Das muss alles rein. So, jetzt schnell wieder zurück. Und da sind wir auch schon. Wo waren wir stehen geblieben? 25.000, genau, pro Fischfarm. Und ich hätte ja gerne schon das eine quadratische Feld neben mir. Das sollte schon voll sein mit Fischfarmen, ne? Das wäre schon nicht so schlecht. Auf jeden Fall dann gleich nochmal gucken oder dann nochmal gucken, wie die aufgebaut werden. Aber dafür brauche ich auch ein paar hunderttausend. Und dann muss eben diese passive Einnahmequelle, das muss halt stehen. Weil sonst wird das irgendwie nichts, ne? Ich muss mal gucken. Vielleicht kann ich dann irgendwie einfach mal ein bisschen vorspulen. Einfach mal so ein paar Monate eins nach dem anderen wegklicken. Klapp, zapp, zapp, zapp. Nur ein paar gute Aufträge halt machen, die halt viel bringen. Sowas hier wie die Silage. Bin übrigens sehr gespannt, wie viel jetzt hiervon übrig bleibt, ne? Hammer, hammer hart, ey. Kann auch gleich mal gucken,
Weißt du was? Ich fahre gleich mal nach oben nach dem Abgeben hier. Und dann mache ich erstmal die oberen Felder weg, weil der Weg von den oberen Feldern gleich zu meinem Hof, der ist ja viel länger. Und zum Ende hin wird ja was übrig bleiben. Und das hole ich doch dann lieber von hier ab, was übrig bleibt, bring's zum eigenen Hof, als dass ich das dann von oben alles runterkarre. Und von oben zur Biogasanlage ist ja nicht so weit. Ist ja ziemlich genauso weit wie hier, ne? So, komm ran hier. Komm, ziehen wir mal die drei hier noch durch. Zack, zack, zack. Ist das der Hammer, ey. Das sind mal richtig viele. Das sind mal richtig, richtig viele Ballen. Ich hatte es übrigens heute so gemacht, tatsächlich, wie auch schon in den letzten Kommentaren beschrieben. Hattet ihr ja gesagt, hier fürs mit der Ballenpressmaschine. Und das hier, das Feld, hat tatsächlich auch komplett einen Helfer gemacht mit der großen Mähmaschine. Kann man eben gucken. Genau, hier ist das Teil noch. Schön ordentlich ranzig. Also mit der großen Mähmaschine und hinten dran die Fast Bale. Und damit ging es dann richtig schön über den Acker. Hat er gut gemacht. So, fahren wir weiter. Und das lief. Aber es war dann eben auch direkt hier mit Silageballen machen. Also komplett auf Silageballen alles angelegt. Und da war das natürlich auch problemlos. Ne? Also ohne irgendwie umzuwenden, ohne zu trocknen oder sowas. Einfach nur die Schwartablage eingestellt bei dem großen Mäher. Und dann läuft das doch ganz gut. Ja. Also tatsächlich ein Mähgerät, was super sinnvoll ist. So, schnell wieder runter. Wenn man so große Flächen hier hat, kann man da tatsächlich einfach seinen Helfer komplett damit alleine fahren lassen. Ich habe natürlich noch den Rand mitgenommen. Ich habe diesmal wirklich hier auch alles abgemäht und da auch am Rand und so weiter. Alles, was geht. Da waren doch auch noch einige Ballen, die am Rand rausgekommen sind. Hat sich tatsächlich auch nochmal ordentlich gelohnt. Ja, also, Cash kommt rein. Ich überlege gerade, ob ich den letzten großen Auftrag hier vielleicht auch noch nicht abschließe und dann zumindest nochmal die Geräte behalte, um, also diese ganzen großen, um die anderen Mähaufträge auch noch zu machen, auch wenn es dann nicht Silage ist, sondern Heu. Weil die anderen Aufträge sind alle zum Trocknen gedacht. Und das ging, glaube ich, alles in den Viehhandel. Ich glaube, das sind noch so 5 Aufträge, die wieder da sind. Und das wäre natürlich jetzt so ein Ding, wenn man das alles noch mit den großen Geräten machen könnte, wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Ne? Zumindest das Abmähen, ja, wär eigentlich ganz nice. Muss ich mal gucken. Gucken wir uns gleich an, was hängen bleibt. Letzten Endes ist jetzt gerade das Wichtige, so viele Silageballen wie möglich übrig behalten, damit dann zum Jahresende ordentlich Cash bei rumkommt. Ja, das machen wir nochmal ein bisschen neu. Ein bisschen mehr rum. So. Und damit wir dann auch ordentlich abgeben können. So. Nochmal wieder runter damit. Zum besten Preis alles verkaufen. 17.500 für einen so eine Lieferung hier war das zuletzt. So, raus damit, jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Feld 71 macht er hier als erstes. 60% Feld 71. Und es kullert alles so schön rein. Zack, zack. 73%. Jetzt gucken wir gerade doch nochmal eben rein. Feld 71, 79%. Und die sind auch alle mit 20% schon sozusagen fertig, alles abgemäht. Es fehlt allerdings natürlich jetzt gleich noch die Ware, die da drauf liegt, die fettigen Ballen. Das heißt, jetzt fahre ich eben nach oben, damit wir da oben alles weg haben. Und wenn das fertig ist, kommt dann eben der gesamte Rest. Ja, passt das hier? Oh, mach zu hier. So, dann kommt der ganze Rest von Feld 71 auf dem eigenen Hof. So, angekommen bei den kleinen Feldern und ich fange mal ganz hinten an. Feld Nummer 13. Feld 13. Und jawollo.
Hoppala. Dann haben wir hier, vielleicht kriege ich das so, na nee, da hinten ist ja das ganze Große. Ich wollte gerade sagen, mit einer Tour wahrscheinlich nicht, aber mit zwei Touren könnte es reichen, oder? Vielleicht doch. Nee. Dafür ist das Feld zu groß. Oh boy. Habe ich das eine Feld noch gar nicht gemacht? Oh, ich habe das eine Feld noch nicht gemacht. Oh, das müssen wir aber auch noch gleich machen. Aber das geht ja ratzfatz. Na, guck. Ja, weil ich hier genau bei dem letzten Streifen... Ach, war ich hier fertig. Ich habe gedacht, komm, genau 100%. Den Rest, den sammle ich nicht mehr ein. Wobei eigentlich auch Schnickschnack, ne? Das geht ja alles dann, das bleibt ja dann alles in meiner Fastbell drin. Ist ja mein Gerät. Ich sammle das ein gleich. Und dann bleibt das ja so lange drin, bis ich das wieder nutze. Wahrscheinlich dann auf dem eigenen Acker. Und habe dann ja viel schneller den Ballen wieder voll. Und nehmen wir gleich alles mit, ey. So, was haben wir denn hier? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 22 Stück liegen da noch. 22, da vorne liegen auch noch an Ballen. Na, sagen wir mal, das sind bestimmt 4 Stück, die da auch noch liegen. Oder 5. Auf dem kleinen Acker, sagen wir mal 4. Ja, muss ich noch ein paar Mal fahren. Also, jede Menge Ballen. Und das Allerkrasseste wird, wie den letzten Malen auch schon gesagt, mein eigener Hof, ne? Es wird so eine Müllhalde mit diesen ganzen Ballen. Ich habe, glaube ich, gar keinen Platz dafür. Oder ich muss mir noch eine zweite Stelle irgendwie ausdenken, wo das abgelegt wird. Weil das ist ja so viel, was dann da rumliegt. Das war ja beim letzten Mal, war das ja schon knapp. Und jetzt wird es auf jeden Fall mehr, weil ich eben von diesen ganzen Aufträgen alles aufhebe und nicht wie beim ersten Mal immer schon alles abgegeben habe in den Aufträgen. Jetzt kommt das Big Cash und das deutlich größere Cash erst zum Jahresende. So soll das dann sein. Und dann rasselt es hoffentlich richtig gut rein, dass wir dann auch ordentlich shoppen können. Mann, 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 was eine Gurkerei aber auch hier. Aber ohne Flachs, das ist eigentlich eine ganz chillige Sache so. Das ist gar nicht so verkehrt. Zap, zap. Und das letzte Ding auch noch. Und dann wieder ab damit zur Biogasanlage. 73 km/h bergab hier, Alter. Ich mag die Karre. Warum soll man den nicht kaufen, ey? Nur weil der Ding, weil das Teil zum Fahren ist? Das ist doch für meine Zwecke genau richtig hier. Zack, zack, zack. Hammerhart. Perfekter Traktor hier, ey. Wuhu! 360 auch noch hingelegt. Gar kein Problem mit ihm. Alter. Ich brauche eh nicht die fetten PS. Ich brauche einen schnellen Traktor. So. Na, das ist ein bisschen zu steil. So. Aber nu, raus damit. Ja, das ist doch schon mal ganz nice. Damit müsste jetzt der Auftrag fertig sein. Und dann gucken wir gleich mal, wie viel davon schon in die nächsten Aufträge reingeht. Oh, oder? 80%. Abgeschlossen. Jawohl. 14 auch abgeschlossen. Direkt wieder zumachen und wir gucken mal eben rein. Lol. Die sind alle schon abgeschlossen. Jetzt nur noch Feld 18. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Feld 18 ist das Große, ne? Ja, ist das Große. Von dem großen Feld würde ich... Oh mein Gott, ich krieg 2 oder 3 Lieferungen Silage für meinen eigenen Hof. Das ist ja der Hammer. Für das große Feld würde ich sagen, ich nehme vielleicht nochmal 10 Ballen. Hoppala. Also so ganz viel kann das ja nicht mehr sein, ne? Hammer! Naja, nicht so ganz, oder? Wir haben ja jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich nehme jetzt hier diese 9, die hier sind. Die kommen da jetzt rein. Und dann gucken wir mal. Wenn es blöd läuft, nochmal fahren muss. Ich muss eh gleich nochmal hier rauf und runter wegen dem Einsammeln. Da liegt ja noch so viel Silage rum.
Da liegt noch ein Ballen hinten in der Hecke, ich wollte gerade sagen. Sehe ich das richtig? Tatsache. Da ist einer ganz runtergekullert, ey. So, den nehmen wir natürlich noch eben mit raus hier. So. Und einer liegt hier schön auf der Autobahn, gar kein Problem. Hat auch keiner gemerkt. Eilmeldung in der Abfahrt. Nach Jüttgatscheuren nicht ein Silageballen in der Ausfahrt. Auch nicht schlecht. Alter. Hast du einfach so einen riesen Bollecken mitten in der Autobahnabfahrt. Perfekt. So. 9 Stück. Ich hoffe, das reicht. Und dann muss ich gleich hier echt nochmal hoch. Ah, aber das sind 4 Reihen. 1, 2, 3, 4. 4, 5 Reihen an, ach, warte mal. Soll ich den nicht einfach? Ja, ich lasse den stehen hier. Ach, nee. Ich wollte ja erstmal den Auftrag abgeben, ne? Wenn ich das jetzt hier alles reinpacke. Ne, ich gebe das erstmal eben ab. Und dann hole ich den Rest. Eben die Fastbell zum Einsammeln und dann haben wir's. Mit Vollgas über das, über die Biogasanlage hier, Alter. Perfekt. So, reicht es oder reicht es nicht? Das ist jetzt hier die Frage. Haben wir ausreichend Silage dabei fürs Abschließen aller Aufgaben. Raus damit. Und ...79%. Verdammt. Also nochmal 3, würde ich sagen. Machen wir nochmal 3. Auf Nummer sicher. Aber das machen wir gleich. Wie mache ich das? Lass ich den Hänger hier stehen. Kann ich eigentlich hier stehen lassen? Und dann nehme ich den auf dem Rückweg hier wieder hoch. Ne, warte mal, waren da oben? Ja doch, da oben sind ja noch wieder welche, ne? Ich muss den ja eh gleich holen. Aber erstmal hole ich jetzt die Fastbell. Ja, und dann legen wir auch direkt los hier, ne? Brauch nicht lang schnacken. Schnell alles mitnehmen. Ja, klar. Vielleicht mal aktivieren das Ding. Dann lübt das auch besser. So, fahren wir die Runde nochmal. Senken, jawohl. Wobei mit dem Fullspeed wäre das natürlich auch nicht schlecht gewesen, ne? So, aber jetzt. Attacke. Läuft. Ja, da, ich frage mich schon die ganze Zeit, ob sowas überhaupt dann wieder auf der asiatischen Map, auf dem, beim LS25, ob es dann Dickfett-Silage wieder gibt. Oder gibt es da einfach anderes? Auch mit den Feldern und so. Ich denke mal, dass das, da das ja die Main-Map wird oder so, oder eine der wichtigen Hauptmaps, wird es da wahrscheinlich auch für alle Geschmäcker was geben und für alle Möglichkeiten, beziehungsweise für alle Feldfrüchte irgendwelche Möglichkeiten und optimale Felder. Also irgendwas wird es da schon geben. So, dass man quasi auf dem ersten, auf der ersten Map auch tatsächlich alles machen kann, ne? So, legen wir den schon mal ab. Zack. Und dann machen wir mal eben hier den. Nächsten Streifen. So, oh, 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 oh. So. Ja. Das ist halt cool. Ja, und das Geile war ja tatsächlich, also in Kombination mit der Mähmaschine, dass das halt der Helfer machen kann, ne? Weil das Ding eben hier nicht anhalten muss. Also da ist das schon mit Abstand eine der besten Ballenpressmaschinen hier. Wie war das? 110.000 ungefähr oder ziemlich genau. Ist es aber auch echt wert, ne? Ist es aber auch echt wert, ey. So, alles mitnehmen. Ah, da hinten die Fitzel, die lassen wir. Aber das waren hier schon wieder richtig viel. Ob wir da noch ein Ball mehr kriegen. Also den auf jeden Fall. Und jetzt noch den nächsten. Ja, könnte passen.
Das sieht doch gut aus. Ja, wir sind ganz gut im Wechsel gerade zwischen den eigenen Feldern. Die sind jetzt gerade auf der nächsten Wachstumsstufe. Also eine haben sie noch vor sich. Und dann wieder den offiziellen Aufgaben. So dass ich fast, ich glaube mit einem Monat Unterbrechung, kann ich hier fast jeden Monat was machen. Und kontinuierlich, oh oh, ah doch nicht, ich dachte schon. Naja, aber ein bisschen fehlt. Das wär's gewesen hier. Vorderes Mähwerk nicht angehabt. Eieieiei. Aber es ist so viel, ne? Es ist so viel. Oh, komm, 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 komm. 84%, den machen wir doch jetzt noch eben voll. Jedes Fitzelken alles mitnehmen. Und dann ist das J. So, komm, da, das nehmen wir auch noch eben mit. Hauptsache, es kommt nicht diese Meldung. Hat auf jeden Fall auch. 86. Nur fürs eigene Feld und so, diese Meldung. Die ist immer schlecht. 89. Und da drüben am Rand liegt auch noch einiges. Mal gucken, ob wir hier nochmal flach lang fahren können. Ah. Ah. Jawohl, auch noch. 93%. Und das Ganze jetzt noch da drüben. Und dann haben wir es doch. Dann läuft das doch. So. Ja, hier hätte ich tatsächlich auch am Rand noch weiter abmähen können. 94. Aber im Großen und Ganzen war es, glaube ich, doch echt eine sehr gute Ausbeute. Was mich natürlich echt interessiert, wenn man mal so ein Land, also wirklich, also bei Null wirklich anfangen, ne? Also das werde ich auf jeden Fall auch nochmal machen mit dem nächsten Teil. Komplett bei Null anfangen. Keine Ahnung, einfach mit der Schaufel. Mit der Schaufel in der Hand und drei Kartoffeln anpflanzen. Oder irgendwas. Oder vielleicht dann doch, na, vielleicht doch dann eher mit Holzfällen oder so, eine Kettensäge kaufen. Ich weiß es noch. Oh, 99. Komm, komm, komm. 100. Jawohl. Damit haben wir es. Dann fahren wir nochmal eben schnell rüber. Und dann haben wir es wirklich. Perfekt. Und dann nehmen wir hiervon jetzt, von den Ballen, die bringen wir jetzt gleich noch zurück. So. Und dann sollten die Aufträge erledigt sein. Perfekt. Ja, die Gurkerei. Die Gurkerei im Game. Aber wat muttert Mut. So, dann haben wir hier tatsächlich alles. Na guck, fünf Bällchen nochmal mehr. Das ist ja auch gar nicht so wenig, ne? Und jetzt muss ich wirklich auch gucken. Na, ich versuche die mal nicht ganz so... Nicht ganz so... Ich lasse ein bisschen Abstand beim Abladen. Und ich drücke die dann langsam wieder rein. Vielleicht reichen die drei Stück, dann kann ich die zwei, die noch drauf sind, sparen. Alter, was hier mit 70 km/h lang brettern. Weetsch, das ist doch der Hammer. Perfekt, die Maschine hier. Gibt's eigentlich schon Angebote? Gibt's eigentlich schon Angebote? Nicht schlecht. Was ist das? Ballenwickler. Okay, nur ein Ballenwickler. Hier sind die ganzen Folien schon gespeichert hier. Hammer. Hammer, hammer, hart. Nee, aber den brauchen wir nicht. Das Teil, auch der Hammer. Nicht schlecht. Nicht so schlecht. Aber, nee, brauchen wir auch nicht. Oh, es gibt noch so vieles, was ich gar nicht gemacht habe. Mann, 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 Mann. Es gibt noch so viel zu tun eigentlich, ne? Aber es gibt natürlich auch schön vieles Neues dann zu entdecken im nächsten Teil. Das wird schon alles. So, rein. Leichter Wheelie und dann geht's wieder rein hier. So, und jetzt lasse ich aber ein bisschen Abstand. Und lass die mal
hoffe, dass die jetzt nicht so alle direkt reingepresst werden. Lieber Stück für Stück nach hinten schieben. Hoffentlich reicht das mit den dreien, dann ist das schon erledigt. So, weg damit. Und, oh, es sind alle reingegangen natürlich. Na klar. Naja, egal. Feld 18 ist es abgeschlossen. 5 Stück, 1100 extra. 1100 extra, jetzt müssen wir mal eben gucken. Alles erledigt. Also ich schließe jetzt bis auf den letzten, schließe ich die auch ab. Zack, zack, zack und abgeschlossen. Und hier haben wir jetzt trocknen und danach wenden und Ballen pressen zum Viehhandel. Dreimal noch Aufträge für den Viehhandel. Was auch noch drin ist, und das machen wir dann wahrscheinlich nächstes Mal wieder im Livestream. Wir gehen hart rein hier, vielleicht nochmal in die Ernte, ne? Haferernte, guck mal hier. Hafer, Weizen. Also so einen schönen großen Auftrag. Hier nochmal Weizen. Feld 33, habe ich ja schon Bock drauf, ne? Und dann wird erstmal ordentlich abgeerntet. Und das hier mit den nächsten Ballen, das muss ich mir gleich nochmal genau angucken, wie ich das am blödsten mache und ob ich mir vielleicht doch noch eine Maschinke ausleihen muss. Warte mal. Gemietet. Das ist doch... Das ist einer der Zusammenstriegel. Das ist ein großer Striegel. Aber ich habe keinen... Ich habe keinen... Ich brauche hier so einen Luftikus, so einen Verwirbler hier. Hier, sowas. Sowas brauche ich. Flügen. Wo haben wir es denn? Mähtechnik, Wender. Heißen die Wender? Bestimmt heißen die Wender. Ja, hier diese großen Wender. Brauche ich so einen großen? 16.000. Alter, das ist der ganz große. 17 Meter Breite. Brauche ich den überhaupt? Wahrscheinlich nicht. So riesig sind die Felder nicht. 4 Meter, 8 Meter, 9 Meter. 9 Meter für 16.000. 17 Meter, der große Pöttinger. 4 Meter. Die kosten alle so viel, bis auf der ganz kleine, ne? Boah, aber der ganz kleine mit 4 Meter ist auch eine Qual, ey. 42.000. Was ist, wenn ich das ausleihe? Mieten? 2.000. Das sind 2 Ballen weniger, ne? Da muss ich quasi... Naja, aber wäre, glaube ich, nicht verkehrt, ne? Für 2.000 nochmal mieten. Und dann ist ein halber Auftrag. Oder... dann habe ich die ganzen Geräte hier nochmal rumstehen. Aber an für sich ja auch egal. Für 150 mieten. Dann ist so ein Gerät da schon mit drin, ne? Aber das Kleine halt auch nur. Ich weiß noch nicht, wie wir das am blödsten machen. Was ich aber auf jeden Fall erstmal behalten werde, ist hier das Mähgerät. Und damit wird dann schnell abgemäht. Und dann mal gucken. Also das ist schon krass. Das ist schon wirklich krass. Und dann mal gucken, ob wir das... Nee, ohne Trocknen kann ich es nicht verwenden. Ich muss einmal trocknen. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. 86.000. Bedeutet, ich könnte das Land schon kaufen. 64.000. Das ist das Land, wo die ganzen Becken hinkommen. Da kommen die ganzen Becken hin. Sorghumhirse ist hier drauf. Und hier liegt schon alles voll mit Ballen, ne?
Und dann kommen hier noch, oh mein Gott, ich habe noch so viele Ballen einzusammeln. Boah, ich muss Gas geben, ey. Ich muss Gas geben. Da ist er. Ich muss Gas geben, ich muss auf Feld 71. So sieht noch Feld 71 aus, oh boy. Und das ist alles für mich. Ist das der Hammer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30. Und ich würde sagen, das Ganze mal 2, also circa 60 Ballen. Leck oh funny. Das ist noch richtig, richtig viel. Ja, und ich würde sagen, das gurke ich mir jetzt hier nochmal schön zurecht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal im nächsten Livestream. Ich mache jetzt, ja, ich mache jetzt ein bisschen schneller den Progress, wie am Anfang schon gesagt, damit wir hier in der Woche auch das Ziel erreichen mit der Fischfarm. Also es muss jetzt Cash reinkommen. Das heißt, nur noch die wirklich guten, lukrativen Aufträge schnell machen. Und dann haben wir es hoffentlich bald. Alter. Aber jetzt muss halt Cash rein, ne? Und einfach auch ein paar Monate überspringen. Wenn da nichts Geiles drin ist, ich mache nicht mehr die ganzen kleinen Aufträge. Dann wird übersprungen, zack, zack, weiter zum nächsten Monat. Damit das schneller vorwärts geht. Und wir dann endlich die Fischfarmen haben. Und zwar mehrere. Da muss halt ein bisschen richtig, also da soll halt richtig was bei rumkommen. So, weitermachen, einsammeln. Das kommt jetzt alles hier auf meinen Hof. Mega geil. Ich bin gespannt, wie es dann aussieht. Beim nächsten Mal sehen wir es, wie voll der Hof dann ist. Komplett schwarz einfoliert. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.